Wann kommt eigentlich noch mal Wann kommt eine eigentlich eine neue Folge? Folge Wann Bad kommt Melzer? eigentlich eine neue Folge Wann kommt von eigentlich eine Batman neue Folge sagt? von Wann kommt Batman eigentlich sagt? eine neue Folge Wann kommt eigentlich Batman eine neue Folge Batman sagt? Wann kommt eigentlich eine neue Folge Batman Wann sagt? Wann kommt eigentlich eine neue Wann Folge kommt Batman denn das sagt? neue Video von Batman sagt? Wann kommt eigentlich Wann kommt eine neue Folge Batman, neue Folge Batman Wann sagt? Wann kommt denn das neue Video Batman von Batman Wann kommt eigentlich sagt? eine neue Folge Batman Wann kommt sagt? Das neue Video von Batman sagt? Willkommen, unsere lieben Melonen. Zu einer weiteren Folge Batman. Diese Folge hat 3 Jahre Arbeit gekostet. Ihr seht sie jetzt. Kommissar Monte ermittelt, ja. Willkommen, meine lieben Melonen, zu einer neuen Folge Batman sagt. Heute mit 20 verschiedenen Fakten und Easter Eggs aus verschiedenen Filmen und Spielen. Let's go! In dem Film Ready Player One findet man neben den offensichtlich gezeigten Easter Eggs auch noch versteckte Easter Eggs, wie zum Beispiel Claptrap und Krieg aus Borderlands und Lara Croft und die Teenage Mutant Ninja Turtles. Der bekannte Held Link aus der Serie The Legend of Zelda ist, wie sein Name vermuten lässt, Linkshänder. Das liegt aber nicht daran, dass er Link heißt, sondern durch seinen Namensschöpfer Shigeru Miyamoto. Der ist wiederum Linkshänder. Das ist aber auch erst seit der Wii Edition so, weil man da die Motion Control benutzt. Danach hat man sich entschieden, daher dass die Knöpfe rechts, mit denen er schlägt, sind, ihn als Rechtshänder auch wieder ins Spiel zu programmieren. Wenn man im Spiel Borderlands 3 auf dem Planeten Eden 6 in dem Kapitel Der Armboss einen Abfluss entlangläuft, findet man am Ende Daenerys Targaryen mit ihren 3 Drachen, die über die Kloaken herrscht. Wenn man in Overwatch genauer hinschaut, findet man auf der Map Eichenwalde das Bonfire aus Dark Souls. In den ersten Pokémon-Spielen konnte man im Hafen von Orania City einen Laster finden, um den sich damals viele Mythen ringten. Zum Beispiel, dass man mit dem VM Stärke diesen Laster auf Seite schieben könnte, um darunter Mew zu finden. Als Referenz dazu findet man in den neueren Pokémon-Spielen Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli ebenfalls ein Laster, unter dem man ebenso kein Mew findet. Wenn man im Spiel Hitman auf der Insel Sapienza auf einem Boot 3 Glocken abschießt, wird das Boot von riesigen Tentakeln auf den Grund des Meeres gesetzt. Wenn man sich die Insel Lido Serena aus dem Spiel Super Mario Sunshine mal von oben anschaut, sieht sie aus wie ein GameCube-Controller. Wusstet ihr, wenn man Alexa sagt, rauf, rauf, runter, runter, links, rechts, BA, Start, dann startet der Super Alexa-Modus. Super Alexa-Modus wird aktiviert. Fakt ist, die Hintergrundmusik aus diesem Video stammt von Offiziell Realfield aus dem wunderbaren Song Summer Vibes, der auf YouTube, Amazon Music und Spotify zu hören ist. Den Vibe, heute sind wir fly, alles für die Tribe, genießt den Sonnenschein. In dem Spiel Cyberpunk 2077, in der Region Haywood, bei dem Ort Wellspring, gibt es einen Ort mit der Überschrift 9¾, wo man im Nachhinein sieht, dass mehrere NPCs einfach gegen diese Wand laufen. In dem Spiel Ratchet & Clank Rift Apart kann man nach Sammeln aller Spionbots die REDA 8 finden, mit der man durch Schießen andere Dimensionen öffnen kann, wie zum Beispiel ein Sägezahn oder Donnerkiefer aus The Horizon Zero Dawn. In Assassin's Creed Valhalla gibt es die Insel Irland, genauer genommen in Meath. In dem Bezirk Body Toms gibt es ein mit Holz bedecktes Loch, das, wenn man da durchgeht, findet man ein Stück Kuchen oder eventuell ist es auch Brot, wo dran 3 Äpfel sind. Das ist eine Anlehnung an Pac-Man. Wenn man in Minecraft einem Diener den Namen Johnny die aus The Shining gibt, wird dieser total aggressiv und greift freundliche Mobs und Spieler an. Here's Johnny. In dem Chapter 766 des One Piece Mangas sieht man Ruffy, der Ramen isst, zusammen mit einem bekannten Ninja. Wie wär's mit dem Jutsu des Doppelgängers? Oder einen riesigen Frosch zur Hilfe ruft? Ich will sehen, wie du dich mit einer Schriftrolle im Mund in Luft auflöst! Ja, mach schon! Wenn man in Animal Crossing New Horizons um 3.33 Uhr den Fernseher anmacht, sieht man eine The Ring-Anlehnung. Die teuerste Pokémon-Karte ist ein Glurak von 1999, First Edition, die das letzte Mal in Amerika für ungefähr 370 US-Dollar verhandelt wurde. In Borderlands 2 gibt es eine geheime Höhle in Caustic Caves, die mit Steinen und Erdblöcken aus Minecraft zugebaut ist. Wenn man diese mit einem Nahkampfangriff zerstört, kommt man in eine Höhle, in der nur Creeper spawnen, die nur Minecraft-Skins droppen. Wenn man im Spiel Super Smash Bros. Ultimate Mario gegen Donkey Kong kämpfen lässt auf der Stage New Donk City, kommt Paulina angeflogen und singt den Titelsong Jump Up Superstar.
Yes. Die aktuell teuerste Yu-Gi-Oh! Karte ist Tournament Black Loser Soldier aus dem Jahr 1996 und ist ganze 2 Millionen Dollar wert. Ich aktiviere meine Kreditkarte! Traurig allein, du weißt nicht, was du tun sollst. Batman.de ist nicht nur die beste Entscheidung eures Lebens. Nein, ihr kriegt auch alle News zu unseren ganzen Teammitgliedern. Ihr kriegt einen gut laufenden Discord-Server, einen Teamspeak-Server, 3 sehr gut laufende Minecraft-Mod-Pakete, unter anderem auch ein Vanilla, ein Pixelmod und auch ein Texte-Server. Schaut doch einfach mal rein, Link in der Beschreibung. Das war mal wieder eine fantastische Folge von Batman sagt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaut auf jeden Fall bei batmail.de vorbei. Und wenn es euch noch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und ein Abo und eine Glocke und schaut auf unserem Discord vorbei von batmail.de. Bis dann. Ciao, ciao. Weiß ich nicht, Digga.